Radar. Er zeigt die Position des DARPA-Chefs an. Er ist der grüne Punkt. Schnell, befreien Sie ihn! Wollen, drücken Sie die Aktionstaste bei der Leiter. Sie retten. Sie sind Donald Anderson, Chef von DARPA, ja? Sie sollen mich hier rausholen, wie? Wer schickt Sie? Ich bin bloß der Hampelmann, der Sie hier aus der Tinte fischt. Wirklich? Stimmt. Sie sehen nicht wie einer von denen aus. In dem Fall, los, weg von hier. Langsam. Keine Sorge. Erst will ich Informationen über die Terroristen. Die Terroristen? Können die wirklich eine Atomrakete abschießen? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen bedrohen das Weiße Haus. Sie sagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lancieren sie eine Atomwaffe. Lieber Jesus. Ist das möglich? Möglich. Die können eine Atomwaffe schießen. Wie wollen Sie sie abschießen? Hm? Ich dachte, hier gäbe es nur demontierte Sprengköpfe. Die sollten keinen Zugang zu Raketen haben. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng geheim, ist das klar? Wir führten Übungen mit einer neuen experimentellen Waffe durch. Eine Waffe, die die Welt verändern wird. Was? Eine Waffe, mit der ein Atomangriff von jedem beliebigen Ort der Erde möglich wird. Ein nuklear gerüsteter Kampfpanzer. Metal Gear. Nicht möglich. Sie kennen das? Metal Gear ist eines der geheimsten Projekte. Wie haben Sie das gewusst? Wir hatten früher mal ein paar Zwiste. Deshalb also waren Sie hier in der Entsorgungsanlage. Was sollte ich sonst an diesem gottverlassenen Ort? Ich hörte, dass das Metal Gear Projekt fallen gelassen wurde. Es ist zu einem riesigen gemeinsamen Projekt von Arms Tech und uns gewachsen.
Wir wollten bei dieser Übung Daten sammeln und dann mit der Massenproduktion beginnen. Bis die Revolution dazwischen kam. Revolution? Rex ist in den Händen der Terroristen. Rex? Metal Gear Rex. Der Codename für den neuen Metal Gear Prototyp. Der Sprengkopf, den sie für Rex verwenden wollen, ist vermutlich schon geladen. Diese Männer sind Profis. Die sind alle im Umgang mit und Ausrüstung von Waffen erfahren. Hey, halten Sie die Klappe! Ich dachte, alle Atomsprengköpfe verfügen über Sicherheitsmaßnahmen. Eine Art Sprengcode, die man eingeben muss. Oh, Sie meinen Paar. Ja, sicher gibt es den Paar. Zum Starten müssen zwei unterschiedliche Kennwörter eingegeben werden. Zwei Kennwörter? Richtig. Baker kennt eins und ich das andere. Baker? Der Präsident von Armstead? Richtig. Jeder von uns muss ein Kennwort eingeben, sonst ist Zünden nicht möglich, aber... Sie haben mein Kennwort gefunden. Sie haben's verraten? Psycho Mantis liest Gedanken. Sie können sich nicht wehren. Psycho Mantis? Einer der Foxhound-Mitglieder. Er hat übernatürliche Kräfte. Klingt übel. Wie Sie auch Bakers Code kennen, ist bloß eine Frage der Zeit. Wenn Sie Bakers Code rausfinden, dann können Sie jederzeit eine Atomrakete zünden. Aber Sie können gestoppt werden. Was? Mit den Schlüsselkarten. Schlüsselkarten? Die wurden von den Systemingenieuren der Armstead als Notmaßnahme entworfen. Selbst ohne die Kennwörter können sie damit das Sicherheitsschloss aktivieren. Und dann? Können sie die Zündung stoppen. Diese Schlüsselkarte? Und wo sind die Schlüsselkarten? Baker muss sie haben. Hören Sie zu. Sie brauchen drei Schlüssel. Es gibt drei Schlüssel und verschiedene Schlitze, in die sie geschoben werden. Jeder erfordert eine Karte. Okay, drei Schlüsselkarten. Wissen Sie, wo Sie Baker festhalten? Irgendwo im zweiten Untergeschoss. Zweites Untergeschoss? Die Wache hat gesagt, dass sie ihn in einen Bereich mit viel elektronischer Störung verlegt haben. Sonst noch Hinweise? Ja. Sie haben die Eingänge zugemauert, sind aber nicht mit dem Übermalen fertig geworden. Achten Sie auf Bereiche, wo die Wände andersfarbig sind. Nehmen Sie das. Es ist meine ID-Karte. Sie öffnet Sicherheitstüren der Stufe 1. Es ist eine PAN-Karte. Die funktioniert im Zusammenhang mit dem elektronischen Feld Ihres Körpers. Personal Area Network, eh? Salze im Körper dienen als Medium zum Übertragen von Daten. Die Sicherheitseinrichtungen an der Tür lesen die auf der Karte gespeicherten Daten. Und die Türen gehen automatisch auf. Alles klar. Okay, ich werde Sie hier rausholen. Augenblick. Was ist los? Sie kennen keinen anderen Weg, um die Aktionsverbindung zu deaktivieren? Von Ihren Bossen vielleicht? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gehört haben? Ich sagte nein. Und gedenkt das Weiße Haus den Forderungen der Terroristen nachzugeben? Nicht mein Problem, das hat nichts mit meinen Befehlen zu tun. Aber das Pentagon... Das Pentagon... Naomi, der Chef. Was ist geschehen? Ich weiß nicht genau.
Sieht nach Herzversagen aus, aber... Herzversagen? Nein. Colonel, verbergen Sie irgendetwas? Keinesfalls, Snake. Sie müssen verstehen, die Operation hat Sicherheitsstufe Rot. Sie benötigen höchste Sicherheitsfreigabe, um die gesamte Akte sehen zu können. Sie wollen mir erzählen, dass Sie als Leiter der Operation nicht über Zugang zu allen Informationen verfügen? Ich sagte Ihnen schon, der Verteidigungsminister leitet diese Operation. Ich bin nur zu Ihrer Unterstützung hier. Snake, wir haben keine Zeit für Debatten. Kommen Sie da weg und suchen Sie Präsident Baker. Zielst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Deine Hände zittern. Schieß doch, Grünschnabel. Ich bin kein Grünschnabel. Lügner. Der unsichere Blick. Die Angst in den Augen. Wenn das keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel. Du gehörst nicht zu denen, oder? Öffnen Sie die Tür. Sie haben noch eine Karte. Warum? Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken, schießen! Worauf warten Sie? Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grünschnabel. Los jetzt! Schießen Sie! Idiot! Du hast ihn umgebracht! Tut mir leid, Boss. Seine mentale Abschirmung war sehr stark. Ich konnte nicht an seine Gedanken ran. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie! Boss, ich hab da eine Idee. Thank you.
eine Art Halluzination. Kommt das von den Nanomaschinen? Nein, Snake, die Nanomaschinen funktionieren korrekt. Was war es dann? Psychometrisches Eindringen von Psycho Mantis, Foxhounds Telepath. Stellen Sie sich eine Art gedankliches Feedback vor. Das also war Mantis. Präsident von Amstag, nicht wahr? Keine Angst, ich hole sie raus. Nein, nicht anfassen! C4! Fass den Draht an und das C4 geht mit dem Alten in die Luft! Also du bist der, von dem der Boss andauernd spricht. Und sie? Sonderkommandoeinheit Foxhound. Revolver Ocelot. Ich habe auf dich gewartet, Solid Snake. Sehen wir mal, ob der Mann der Legende gerecht wird. Die Colt Single Action Army, die beste Pistole aller Zeiten. Kugeln tötet alles, was sich bewegt. Ich zeige es dir, darum nennen sie mich Revolver. Ich sah den Kampf gerne nach.
Gefühl an. Demselben Code wie der Boss erwartete. Das ist mein bester Kampf seit langem. Aber ich fange erst richtig an. Was? Ah, meine Hand! Namenlos. Oh, oh. Dieses